Ich arbeite, also mein Name ist Wolfgang Scheicher, ist das laut? Ich arbeite in der Infeldgassen als Administrator und wie es an der TU üblich ist, dort ist auch etwas Lehre. Also man hat mit Studenten zu tun, man hat mit Lehrveranstaltungen zu tun, Vorlesungen, Übungen. Übungen haben manchmal Hausübungen, Abgaben und so weiter. Und nachdem es sich um Informatikstudenten teilweise handelt, macht es auch durchaus Sinn, wenn die Studenten mit Versionskontrollsystemen in Berührung kommen. SVN, Git und so weiter. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch wissen, was ein Versionskontrollsystem ist und zumindest wissen, dass es sinnvoll ist, wenn man sich mit Versionskontrolle beschäftigt, insbesondere wenn man halt programmiert oder längere Dokumente schreibt, insbesondere im Team. Und habe ich da kein Internet oder habe ich eine falsche URL eingegeben? Und es ist irgendwie nicht das, was ich erwartet habe. Kannst du mal ein bisschen schauen, ob da irgendwas nötig ist? Okay, die Idee. Die Idee war, in der Lehrveranstaltung den Studenten, wenn sie jetzt eine Abgabe machen, jetzt nicht irgendwie zu sagen, ja, sie sollen das per E-Mail schicken oder sie sollen das irgendwo gezippt hochladen, sondern dass man gleich den Studenten sagt, sie sollen das in einem Versionskontrollsystem hochladen, weil dann lernen sie gleich so die Basic-Kommandos. Selbst wenn sie jetzt nicht irgendwelche komplizierten Features benutzen, wie Merchen, Branchen, was auch immer, sondern einfach nur immer was Neues hochladen, dass sie zumindest mal so mit Commit und Push und so weiter arbeiten. Und sehr gut. Ja, und ich habe mir dann irgendwann mal GitLab ein bisschen genauer angeschaut und dann sind ein paar so Ideen aufgekommen und dann haben wir gedacht, diese Ideen sollte ich vielleicht sagen, weil da könnten mehrere von uns damit. Ja, es wird dann ein bisschen schwierig, die Funktionalität zu zeigen. Na gut. Quintessenz, man hat mit GitLab eine schöne Web-Oberfläche, um relativ viel Management-Features zusätzlich zum Repository zu haben. Man kann Milestones definieren. Milestones haben typischerweise eine Deadline, da soll halt dann irgendwas fertig sein. Man hat einen Bug-Tracker dabei, also man kann Issues definieren. Die Issues kann man Milestones zuordnen und dann war die Idee, na gut, nutzen wir das doch alles für die Studenten. Und inzwischen ist es so, ich würde es jetzt gern zeigen, aber ihr seht selber, vielleicht kommt ihr dann zu mir zum Spielestand, dann zeige ich euch das gerne. Dort habe ich nämlich Internet gehabt vorhin. Ich kann jetzt den Studenten sagen, die wöchentliche Aufgabe oder monatliche Aufgabe, das definiere ich jetzt als Milestone. Ich kann den Studenten sagen, die einzelnen Unteraufgaben sind jetzt Issues, dann benutzen sie automatisch für ihre Lehrveranstaltung einen Bug-Tracker von etwas Sinnvollen, was man lernen soll, sprich GitLab. Und man kann sogar mit dem eingebauten Continuous Integration Modul, das ist ein Modul, was automatisch, wenn ich jetzt einen Commit mache, also sprich, wenn ich meine Hausübung hochlade, kann ich automatisch irgendwelche Skripte drauf loslaufen lassen, irgendwelche Sachen automatisch kompilieren und testen und so weiter. Und das hat sich als relativ effiziente, tolle Sache herausgestellt, weil GitLab ist eine Sache, was relativ ausgereift ist und gut entwickelt wird und ständig neue Features kriegt, gut gewartet ist. Und alles, was ich gebraucht habe, waren wirklich Kleinigkeiten. Und ja, ich würde vorschlagen, denkt hin und wieder ein bisschen out of the box, welches Werkzeug kann man, obwohl es überhaupt nicht dafür geschaffen ist, etwas anderes verwenden, weil GitLab ist nicht für Lehrveranstaltungen geschaffen. Es gibt Systeme, die sind für Lehrveranstaltungen geschaffen, aber das sind irgendwie so Nischenprodukte, die können andere Dinge vielleicht besser. Und gerade dann, wenn man ein bisschen über die Basic Features rauswachsen will, also mehr will als einfach nur ein ZIP-File hochladen oder PDF hochladen, dann macht es durchaus Sinn, vielleicht ganz woanders zu suchen, in dem Fall bei GitLab.
Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, überhaupt nichts zeigen zu können. Es tut mir wirklich leid. Wie gesagt, das Angebot steht bei irgendeinem Stand irgendwo, wo wir Internet haben. Da zeige ich das alles gerne her, wie das so ausschaut im Detail mit den ganzen Aufgaben, mit den Bildergebnissen und so weiter. Und ja, gibt es dazu Fragen? Ich meine, ich gehe davon aus, dass irgendwer von euch einmal ein Student war, dass irgendwer vielleicht Lehrveranstaltungen betreut. Ja, bitte. Als Student, der bei euch auf der Theokratie das Kit verwendet, ja. Ist das jetzt schon funktional oder sollte man das noch nicht in Kontakt schauen? Also die Frage, ob man das Ganze jetzt schon als Production verwenden kann. Wir tun es seit Herbstsemester und wir haben das jetzt für vier oder fünf Lehrveranstaltungen in Betrieb. Zwei davon relativ große, Grundlagen der Informatik und SVU, System, große, bitte? Softwareentwicklung in verteilten Umgebungen, genau. Und EEGS, glaube ich, haben wir auch jetzt, Entwurf und Entwicklung großer Systeme. Da benutzen wir das. Ja, hin und wieder klemmt was, aber es funktioniert gut genug. Und das Wichtige ist, diese Installation habe ich im Haus. Da kann ich im Haus machen, was ich will und bin nicht unbedingt auf externe Dienstleister angewiesen. Das war sehr wichtig für uns. In dem Fall habe ich die Rechte so gesetzt, dass ein Student sich selbst kein Projekt anlegen kann, sondern nur die Projekte angelegt bekommt. Aber wenn es einen Grund dafür gibt, dass ein Student was braucht auf diesem Server, dann kann er mit mir reden, dann darf er das. Aber das ist so, es ist noch relativ neu. Also solche Rechte haben wir jetzt noch nicht großartig vergeben. Momentan ist es für die hauseigenen, am Institut hauseigenen Lehrveranstaltungen und jetzt nicht irgendwie TU-weit oder so. Die haben ja was Eigenes in der Richtung, aber da sind das Features nicht. Man kann, soweit ich weiß, über das TUG Online sich selber Repositories anlegen. Genau, wie gesagt, es gibt sehr viel, es gibt zu viel. Ich habe eigentlich wieder Yet Another System gemacht, nur die Details, das Schöne sind die Details, die ich jetzt leider nicht auf den Beamer gekriegt habe. Ja, Fragen noch, weitere? Also wie gesagt, ich lade euch ein, bei mir am Spielestand sich das Ganze anzuschauen, wenn es interessiert. Und ansonsten will ich gleich weitergeben an den nächsten Interessenten, der was zu sagen hat.